Sandra Wild. Ja, danke. Das Team, was? Weiterhin viel Glück wünschst. Ah, das sind alle schön. Ja, super Song performt. En Vogue, ja, einer deiner Lieblingsbands, glaube ich, oder? Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Vier geniale Frauenstimmen, das gefällt mir immer. Jetzt hast du ja deinen Freund Christian, den wir vorher gerade im Einspielen gesehen, den hast du kennengelernt im Ausgang, im Salsa-Tanz. Stimmt das? Oder haben also... Nein, an einem Konzert von ihm haben wir kennengelernt. Aber den Salsa-Tanzen, den kannst du, oder? Also du kannst Salsa-Tanzen? Ja, schon ein bisschen. Hast du ein Tanzmuffel? Jetzt wollen wir auf Mexiko nach der Music Star-Zeit. Ja, haben wir mal so ein bisschen abgesprochen, aber erst etwa im Herbst. Wieso Mexiko? Was fasziniert an Mexiko? Ich weiß jetzt auch nicht genau. Macht ihr mehr so Chillferien am Strand oder könnt ihr Bungee-Jumpen und wandern? Nein, und Bungee-Jumpen nicht gerade, aber gerne ein bisschen das Land anschauen, ein bisschen reisen und dann kann man zu Mexiko, glaube ich, gut mit den Pyramiden und so. Wäre sicher noch interessant. Gut, wenn Musikstar wird werden, dann müssen wir vielleicht sogar die Ferien streichen. Wer weiß. Aber so weit wollen wir ja noch nicht denken. Im Dienstagsclub bist du auch noch im Dienstagsclub? Ja. Wie ist es gewesen? Ja, es war interessant. Haben wir so etwas so vorgestellt und ja, sie sind ja nicht so böse mit mir, aber dem ist es dann gut gegangen. Sind wir froh. Ich könnte gerne noch Zahlnoten abgeben. Wissen Sie immer nach dem Song, ist das der Fall? Noemi. Sandra, eine Diva. Eine Filmdiva. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wenn du mich erinnerst, ich habe einen Film gesehen mit einer blonden Dame, so das Sphinxhafte, Unnahbare, wo aber die Leute angezogen werden. Unglaubliche Ausstrahlung in diesem Song. Danke. Toll gesungen. Du schaffst es auch über die ganze Woche, das ist eine lange Zeit, jeden Tag Training, deine Stimme zu behalten. Sie wird immer besser. Ja. Das bedeutet eine fundierte Technik, fantastisch, du weißt, was du machst. Der letzte Ton, nur als Beispiel, du behaltest ihn lang bis zum Schluss und bringst noch einen super Abschluss L. Das heisst, man versteht jedes Wort. You know it, baby. Du kannst danke, es. Danke. Unglaublich. Detlef, werden die Tanzschritte immer besser? Für mich ist Sandra, oder ich spreche mit dir direkt, warum soll ich über Max mit dir kommunizieren? Ich werde aus dir nicht schlau. Ich kapiere das nicht. Ja, und ich arbeite seit wirklich vielen Jahren mit wirklich vielen Menschen. Und jemanden, der jetzt über 8 Wochen so eine Kontinuität behält, jede Woche uns eigentlich eine andere Facette zeigt, ohne plötzlich clownesk zu werden. Weißt du, du bleibst ja immer Sandra. Ja? Wie Noemi sagt, jede Woche kommt da auch stimmlich dann nochmal irgendwie eine Kelle dazu. In der Performance hast du eine Auffassungsgabe. Ich erinnere mich nur an unsere Kralle, die jetzt einfach zu einem wunderschönen Tonleiter-Dirigenten geworden ist. Also du bist für mich ein Rätsel, aber im positiven Sinne. Ich habe selten jemanden erlebt, der so professionell und konstant und mit so viel Überraschung seinen Job macht. Und ich hatte die ganze Zeit, ich glaube, meine Hosen haben so hoch gestanden, ich hier auch, Gänsehaut. Danke. Gänsehaut, nichts anderes. Ja? Was meint der Roman? Will etwas heissen, wenn er Gänsehaut hat. Müssen ja ist sonst nicht so empfindlich, aber in dem Fall hast du. Da sind wir ja wieder beieinander. Willkommen zurück im Theater. Nein, also Erfolgswellen im Toggenburg, offenbar, so die Tage, oder? Simon Amann, Sandra Wild, ich glaube, die Leute dort oben gehen langsam die Lindtücher aus, wo so ihre Namen drauf sprayen können. Weißt du, sprayen die dort schon oder schreiben sie das mit Kuhdung drauf? Nein, man kennt auch im Toggenburg oben Spraydosen. Nicht gegen das Toggenburg. Ich habe dort gelernt Skifahren. Melden Sie sich noch heute an für Kurf Erstenwanderung mit Maria Walliser. Es ist eine wunderschöne Gegend. Nein, du hast ja mit dem Simon Amann relativ wenig gemeinsam, außer dass er euch sicher riesig freut auf das erste Mal. Sonst muss ich jetzt sagen, dass es für mich nicht, nebst dieser super Stimme, die du ja zweifellos hast, und da muss ich jetzt nicht auch noch mal alle Blumen auf dich abwerfen, die hast du zweifellos. Aber mich denkt es ähnlich bei der Bernie, ich habe jetzt dich im Gesamten, also im Gesamtbild als Zuschauer, schon stärker gesehen. Also, weißt du, jetzt einfach so der, also meine Haut ist jetzt relativ unaufgeregt geblieben. Aber es ist gut gewesen, es war Sandra gewesen, es wird, ja, ich kann es jetzt bei allen sagen, hoffentlich lange fürs Finale.
Und ich bin ja auch ein kleiner Fan von dir geworden. Vielleicht sogar ein bisschen grosser in der Zwischenzeit. Danke. Wir haben es geschafft. Der Roman ist auch Sandra. Jetzt gibt es noch schnell Jurynoten. Schon mal die Höchstnoten von dir und von Nemi. Das Neue vom Roman. Und Zahlnoten. Sandra! 9,3. Dankeschön. Sandra Wild.